Wir sind hier, weil es verdammt wichtig ist. Ich werde nachher auch noch genauer darauf eingehen, aber nur ganz kurz möchte ich ein paar Fragen stellen, die wir uns alle mal durch den Kopf gehen lassen sollten. Wie verändert sich, was du schreibst, wenn du weißt, dass immer jemand mitliest? Wie mutig wirst du dich in der Öffentlichkeit engagieren, wenn jede deiner Aktionen aufgezeichnet wird? Wie sicher sind deine Ideen, wenn sie nicht dein Geheimnis bleiben? Wie frei fühlst du dich in deinem Leben, wenn alles, was du tust, aufgezeichnet und analysiert wird? Es gibt ein Gedicht aus dem 18. Jahrhundert, aus einer Zeit, in der das Wissen um die Kraft der Gedanken erwacht war. Eine Kraft, die es vermochte, Ketten zu sprengen und die Welt aus den Klauen weniger mächtiger zu reißen. Es begann mit den Zeilen: Die Gedanken sind frei, keiner kann sie wissen. Diese Zeile bohrt schmerzhaft in uns, nachdem wir erfahren haben, in welchem schier unermesslichen Umfang unsere intimsten Gedanken und Gespräche, die wir geschützt glaubten, verraten wurden. Es ist zum Heulen, es ist schrecklich. Die Gedanken sind nicht mehr frei, sie sind wieder in Ketten. Gemeinsam und deutschlandweit rufen wir laut: Stop watching us. Wir rufen das den Geheimdiensten, der Regierung und großen Internetkonzernen entgegen. Wir sind laut, bis die Gedanken wieder frei sind. Und damit ziehen wir jetzt zum Brandenburger Tor. Danke euch.